Willkommen zurück bei Witcher 3. Tja, wir haben letztes Mal den Auftrag angenommen. Im Kampf gefallen. Ich habe jetzt aber gerade noch auf der Weltkarte gesehen, dass da unten noch ein nicht erforschter Ort ist. Wir werden uns da jetzt mal anhauen. Auch wenn da Ertrunkene unten sein. Bewachter Schatz haben wir gefunden. Igni haben wir rein. Konzentriert. Aber wir haben es geschafft. Das war's mit ihm, da hat er noch einen Arm verloren. Ja. Sorry, Bro. Okay, wir können den gar nicht looten. Skellige Gambason, gewöhnlicher Gegenstand. Wasservibe, absolut. Alchemie-Rezept ist das. Mach's einfach gern. Da hinten ist noch einer gelegen. Den kann man aber nicht looten. Okay. Dann war's das da. Ich habe mal kurz vor der Aufnahme noch einen Wegpunkt gesetzt, sage ich mal. Da liegt auch wieder hiniger, da liegt was hinig. Da haben wir noch einen Trunkener, den machen wir jetzt auch gleich. Der verschwindet schon mal. Da waren wir ein bisschen schneller wie du. Es fällt gleich mal Schöllkraut. Dann hat man alles für die Schwalbe zusammen. Und ich habe absolut keine Ahnung, wo wir das herkriegen. Wir kommen jetzt genau dahin, wo ich hin wollte. Das gefällt mir. Denn da hat er meinen Wegpunkt gesetzt. Wir sehen, wo wir in der Minikarte. Da ist jemand drin. Es gibt so viel zum Entdecken. Das ist Wahnsinn. Okay, ein müder Bauer ist rein. Was ist mit dir, Madel? Fass mich nicht an! Du ja nicht, hallo! Ich glaube, der hat schon ein bisschen was mitgemacht. Wir essen nochmal was, damit ein bisschen das Leben aue geht. Kann man mehr da aue? Ich probiere gerade irgendwie durchglitschen da. Ah, geht aber nicht, schaut. Holen wir es von der Seite. Ah, Wolf. So, das war's mit dir. Schauen wir mal, da muss man vielleicht irgendwie auch kommen da. Hopp, hopp, hopp. Und dass wir da abstürzen. Ist die Frage, wie kann man da auch? Auch noch einer umgelegen, einfach so. Also Wahnsinn. Ich glaube, da hinten wird es auch gehen. Sind wir wohl auch wieder bei der Gruppe da? Müssen wir die ganze Runde laufen. Bin da schon mal leicht rausgekommen, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, dass da oben relativ was Wichtiges liegt für uns. Deswegen tue ich da jetzt auch so lange um, bis wir es haben. Okay, jetzt sind wir da oben. Ich glaube, das ist der richtige Weg da.
Jawohl. Da, der war gleich weg. Nicht nachlassen! Ein Schwert war auch nicht schlecht, wenn wir ziehen taten. Verzaubert! Der Bast verzaubert! Ja, brenn einfach. So. Dreifache Gefahr, du hast eine Trophäe verdient. Oha, da schau her. Und sonst gibt es da nichts mehr für uns. Eine Zaunrübe. Schellkraut wird es da nicht geben. Die können wir schon. Die können wir auch schon. Und was habt ihr denn da verteidigt? Zonik. Hingekritzelte Zeilen. Wofür soll ich sterben, verdammt? Für Temerien. Vater ist dafür gestorben, meine drei Brüder sind dafür gestorben. Und was war ihr Lohn? Nichts. Nicht mal ein anständiges Begräbnis. Vater hat immer gesagt, ein kluger Mensch lernt aus den Fehlern anderer. Und ich lerne gerade aus seinen Fehlern. Statt für Temerien zu sterben, werde ich diejenigen ausrauben, die die Söhne Temeriens töten. Wir haben ein Lager aufgeschlagen an einem guten Platz mitten im Wald in der Nähe der alten Mühle. Und jetzt sind wir bereit für unseren ersten Raubzug. Ich glaube, den Raubzug werde ich jetzt nicht mehr machen. Na, die Kiste bitte. Förderprotokoll, Schema, Viperstahlschwert. Das war mein Begehr da. Dunkle Verantwortung. Okay, das ist ein Verhörprotokoll. Aber Vipernstahlschwert haben wir. Und wir verfolgen jetzt die Quest. Finde Kolgrims Überreste und finde Schemas für alle Ausrüstungselemente der Vipernschule. Oh ja, das ist sehr, sehr geil. Aber wir machen vorher noch im Kampf gefallen. Quests. Das ist eine Schatzsuche. Wir machen Nebenquests im Kampf gefallen. Das aktualisieren wir jetzt wieder. Wir müssen in diese Richtung. Und für das holen wir uns in Blötze. Komm weiter, Salami. Und wir müssen eh da oben reiten. Bin gespannt, wo uns das jetzt hinführt. Ja, das schaut nach Schlachtfeld aus. Wir meditieren nochmal kurz wegen. Bis in der Früh. Wegen Leben natürlich. Ich glaube, dass wir jetzt gleich mal ein bisschen kämpfen müssen. Du bist hier. Gut. Bastian, seine Leiche muss hier irgendwo sein. Unter zahllosen weiteren. Willst du sie einzeln untersuchen? Das könnte dauern. Keine Sorge. Die Rekruten aus Weißgarten führen eine kleine Blume auf dem Schild, damit sie sich in der Schlacht erkennen. Es waren nur ein paar. Wenn wir nach Blumen suchen, finden wir Bastian bald. Nichts für ungut, aber viele Soldaten haben ihre Schilde fallen gelassen. Vor allem auf der Verliererseite. Wenn wir nur den Schild finden, nimmt Husar die Fährte auf und führt uns zu Bastian. Komm, je schneller wir es hinter uns haben, desto besser. Ja, das ist allerdings richtig. Such mit Hilfe deiner Hexensinne nach den märischen Schilden mit aufgemalten weißen Blumen. Schaut sehr einladend aus da. Und dann haben wir wieder Ghule. Stopp einfach. Oh, wir müssen aufpassen.
dass ihr nicht viel passiert. Und da haben wir sie erledigt. Sehr schön. Schwerter kann man ja alle verkaufen, deswegen ist das sicher. Da ist was Rotes gelegen, jawohl. Ist er das? Nein, sieht ihm gar nicht ähnlich. Okay. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ja. Immer noch nichts. Okay, da kriegen wir überall Schwerter. Die sammeln jetzt sicher nicht alle ein. Da ist der Kreis. Ah, da ist was Rotes. Habe ich gerade im Augenwinkel gesehen. Da hinten ist auch noch was. Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Ist er das? Nein. Der Nachbarssohn. Wir haben viele Nachbarssöhne da. Na los, Husa. Kannst du Bastian wittern, Junge? Immer noch nichts. Na, schaut, der Husa hat anscheinend... Ah, da liegt noch was. Keine gute Nasen. Die Haut ist verbrannt. Schwer zu sagen, ich weiß, aber könnte er das sein? Bastian war groß und breitschultrig. Der hier kommt mir kleiner vor. Aber vielleicht liegt das im Feuer. Jetzt ist wohl kein guter Zeitpunkt zum Reden. Tun wir, was wir tun müssen und verschwinden. Er hat ihn! Husa hat seine Fährte! Komm! Aber jetzt geht's los. Ich habe den Quest nie gemacht, seitdem ich Witcher spiele. Aber das ist noch nicht alles. Ein Leutnant hat angeordnet, dass wir auf Kommando kacken. Da prasseln die Ballistenbolzen um uns nieder und er sagt, Soldaten mit vollem Gedärm gehen nicht aufs Schlachtfeld. Geschissen wird, das ist ein Befehl. Ist das zu glauben? Der Idiot. Aufhören, du bringst mich um. Meine Rippen, das Lachen schmerzt. Du brauchst einen Druckverband. Aber zuerst, was ist hier eigentlich los? Bastian, ist er... Hat dieser Nilfgaarder dich gefangen? Nein, er hat mir das Leben gerettet. Ich hatte einen Hieb in die Seite gekriegt und einen Schlag auf den Kopf. Ich habe nichts gesehen. Rosin hier hat mich gefunden, als er übers Schlachtfeld gekrochen ist. Sein Bein ist verdreht. Da hat ein Krüppel einen Blinden geführt. Bis hierher. Ich bring dich nach Hause. Wir müssen uns um deine Wunden kümmern. Ich lasse Rosin nicht hier. Alleine stirbt er. Und zurück kann er nicht. Er ist desertiert. Sie werden ihn hängen. Und wenn sie ihn bei uns finden, dann hängen sie uns alle auf. Auch meine Liesje. Nein, der Schwarze bleibt hier. Boah. Ich weiß, ich bin jetzt echt Vollgas am Überlegen. Bastian hat es nur mit der Hilfe dieses Schwarzen geschafft. Vielleicht solltest du zeigen, dass Nordlinge nicht die Barbaren sind, als die man sie in Nilfgaard hinstellt. Tja, er könnte Papas Kleider haben und Feldarbeit lernen. Aber dieser Akzent... Na schön, ich nehme ihn auf. Danke, Hexer. Deine Belohnung. Und die Götter mögen dich schützen. Puh. Okay, wir haben das abgeschlossen. Ich hoffe, dass der keine Probleme kriegt. Da haben wir ihn überzeugt auch noch, dass er sich aufnehmen sollte. Hat es da drin noch irgendwas gegeben? Eingejagt, Bruder. Ich dachte schon, ich muss dich neben den Eltern begraben. Da kriegen wir noch einen Schwefel. Drehen wir noch einmal. Kann man mit ihm reden da?
Nein. Vielen Dank. Ohne dich hätte ich Bastian niemals gefunden. Passt, kein Problem. Und wir schauen schnell mal auf die Karten. Wenn wir eh schon da sein, dann machen wir das da gleich mit. Dürfte nicht allzu weit weg sein, nehme ich an. Ja, 100 Meter eben. Das geht leicht. Wahnsinn, da das Schlachtfeld. Ein Ort der Macht. Gut, haben wir die auch wieder erledigt. Ich muss mich echt noch konzentrieren da bei den Kämpfen. Ich bin ja noch ein bisschen in Dark Souls rein, muss ich sagen. Da funktioniert es also ein bisschen anders. Ah, und da ist noch so. Das muss ein Ort der Macht sein. Eben, man braucht Bomben für die Nestzerstörung. Ein Buhlnest. Ich muss es zerstören. Ja, ich kann leider nicht, Gary, weil ich habe nämlich keine Bomben. Das tat ich nämlich gern, weil da findet man immer ganz schöne Sachen. Ach, was ist denn da schon wieder? Schaut auch interessant aus. Langsam, langsam. Lauf, okay, Plötze. Können wir da durch oder können wir da nicht durch? Plötze, geh mal geradeaus. Okay, da kann man gar nichts machen. Wie schaut denn das da auf der Karte aus? Okay, vielleicht können wir da von der Mühle hin. Dann kann man da nämlich Schnellreise machen. Turmmühle. Da oben ist auch schon wieder irgendwas. Irre. Wir sind bei der Mühle. Und ich glaube, das Fragezeichen war Richtung Norden. Ja, da gehen wir jetzt mal noch schnell auf. Kann man sicher wieder einen Ort befreien, dass die Leitner wieder einziehen können. Aha, ich weiß, wo wir sein. Okay, das ist ganz gut. Schöllkraut? Ja, Schöllkraut, das ist unglaublich. Endlich. 5 Stück brauchen von denen, wir erinnern uns. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Mach das, aber vorher müssen wir noch Schöllkraut holen. Na, nimmst du es jetzt? Danke. Schöllkraut ohne Ende. Aber ich glaube, wir haben jetzt erst 4. Natürlich. Ah, 7 ist es. Okay, das war das. Ist da nochmal ein Schöllkraut? Nein. Okay, also mit Axi kann man die Erscheinung also betäuben. Das
Das ist sehr gut zu wissen. Ich glaube, dass wir jetzt echt ein Ding haben. 4-mal Schöllkraut. Alchemie, Schöllkraut. Ah, haben wir 5. Das ist sehr gut. Wir stellen jetzt mal Schwalbe her, den Trank. Na, wo ist er? Alle Teile vorhanden. Ja. Und wir haben ihn. Wunderbar. Es ist, glaube ich, so, wenn man einmal einen Trank herstellt und dann meditiert, dann kriegt man den Trank automatisch wieder zurück. Ui, einfach eine Kerze ausgemacht. Und wir werden jetzt da noch kurz, bevor wir da reingehen, werden wir noch kurz meditieren. Stundei. Dann gehen wir da hoch. Kann ich sagen, dass das normalerweise ein Quest war. Ui, falsche Richtung. Jetzt haben wir es. Wir tun wieder Axe rein. Was war das? Was ist jetzt mit dir, oder? Ja, das war's mit dir. Oh, ist da dunkel. Wenn wir gleich mal ein bisschen Feier machen. Nur wie gerade Langschwert, Meistergegenstand. Wieder sehr gut zum Verkaufen. Da haben wir noch ein Bild, den nehmen wir mit. Wer weiß, was wir sie brauchen. Da liegt auch noch was. Kavalierhandschuhe, Meistergegenstand und Wasserflasche. Brief des Hexers Kulgrim von der Vipernschule und Schema Viper Silberschwert. Sehr, sehr geil. Brief des Hexers Kulgrim von der Vipernschule an Ivar Bösaug, Rektor der Vipernschule. Ich habe jetzt alle legendären Schemas gefunden, die einst unseren Ohren gehörten. Es haben sich jedoch gewisse Komplikationen ergeben. Auf dem Rückweg zu unserer Festung verbrachte ich eine Nacht in einem Dorf im demerischen Grenzland. Die verdammten Bauern beschlossen mich zum Sündenbock zu machen und mit der Entführung einer Imkergöre anzulasten. Sie brachten mich zum Verhör in die Burg eines hiesigen Ritters. Dabei fanden sie eins der Schemas und konfiszierten es. Doch keine Sorge, ich werde es zurückbekommen. Die anderen haben sie nicht gefunden. Ich habe mich auf das allgemeine demerische Recht berufen und ein Ordal verlangt, statt mich den Launen des Ritters auszuliefern. Meinem Begehr wurde stattgegeben und morgen werde ich die Familiengruft des Ritters von Geißeln befreien. Ich erwarte keine besonderen Schwierigkeiten. Vielleicht erreiche ich unsere Festung noch vor diesem Brief. Werf die Schmiede an, wir haben einiges zu tun. Kolgrim. Ja, das ist da zum Verhängnis worden, die Erscheinung da unten. Der hat da leider nicht überlebt. Da liegt da noch jemand. Ein Gildorfer Schwert und stumpfes Beil. Und die Pilze sollen uns jetzt egal sein. Wir gehen wieder aussehen. Magie, ein Ort der Macht. Ja, Gary, den haben wir schon. Aha, und das war das Fragezeichen, das was wir jetzt eigentlich eh schon gemacht haben. Gut, gut. Dann haben wir das Quest eigentlich, man hat es zuerst gesehen, das ist aufblitzt. Ein Nebenquest auf dem Sterbebett Weißgarten. Wie weit ist das jetzt weg? Okay, Blödsinn. Komm herbei, du kleine Salame da. Wenn wir mal in die Richtung reiten. Zur Kräuterkundlerin. Schlüssel für den Schatz da unten haben wir noch keinen gefunden. Jetzt plötzlich tu nicht so deppert. Werden wir mal der im Sterben liegenden Dame, werden wir jetzt helfen.
Die habe ich ehrlich gesagt auch noch nie gemacht, die Quest. Und wir sind schon da. Ja? Ich habe einen Trank für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Sehr geil. Was haben wir denn gekriegt? 350 Erfahrungspunkte haben wir gekriegt. 50 Kronen haben wir auch gekriegt. Giftextrakt mal 2 haben wir gekriegt. Manuskript verfluchten Öl. Sehr geil. Das hat sich richtig ausgezahlt. Schweiß und Blut. Ein Schleier hängt zwischen der Welt, die die Menschen sehen können und die sie nicht sehen können. Dieser Schleier verhindert, dass die Toten die Lebenden sehen und die Lebenden die Toten. Einige Magier sind in der Lage, diesen Schleier zu durchbrechen und mit den Toten zu sprechen oder sie für kurze Zeit in der Welt der Sonne zu rufen. Das ist die Kunst der Nekromantie. Die Toten können den Schleier ebenfalls durchbrechen und die Welt der Lebenden eigenständig betreten. Aber anders als die Nekromanten sind sie dabei nicht von Verstand und Willen getrieben, sondern von einem gedankenlosen, irrationalen Bedürfnis. Dieses Bedürfnis wird durch starke Emotionen herbeigerufen, wie Bedauern, Sehnsucht oder Zorn. Sehr häufig werden diese Emotionen durch materielle Gegenstände geschürt, die den Toten gehörten, als sie noch lebten. Die häufigsten dieser Objekte? Eheringe, Lieblingsgegenstände oder das Objekt, mit dem das Verbrechen begangen wurde, das die Toten in die andere Welt schickte. Okay. Sehr, sehr nice, muss ich sagen. Herausgerissene Seite. Nacht-Mittagserscheinungsabsud. Nachterscheinungen. Ja, die lesen wir uns jetzt noch durch. Mittagserscheinungen. Pest Maiden. Das hat sich ja echt ausgezahlt, da den kleinen Nebenquest da zu machen. Finde jetzt aber mega geil. Geister. Erscheinungen haben wir schon gehabt. Mittagserscheinungen. Entgegen der allgemeinen Annahme unterbrechen die Bauern ihre Arbeit am Mittag nicht, um Schutz vor der Sonne zu suchen, sondern um den Mittagserscheinungen aus dem Weg zu gehen. Vlad, Raymond, Bauern und ihre Bräuche. An besonderen... Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich rein. Alter, was ist das für Text? Ja, da müssen wir jetzt durch, das nutzt nichts. Wir wollen alles mitnehmen. An besonders heißen Sommertagen, wenn die Sonne ihren Zenit erreicht hat, tauchen bisweilen Erscheinungen auf, die sonnenverbrannten Frauen in langen weißen Gewändern ähnlich sehen. Hierbei handelt es sich um sogenannte Mittagserscheinungen, die Geister junger Frauen und Mädchen, die kurz vor ihrer Hochzeit eines grausamen Todes gestorben sind. Verrückt vor Schmerzen oder Wut streifen sie durch die Felder und suchen nach ihren untreuen Geliebten, die verräterischen Rivalinnen, und töten dabei jeden, der nicht rechtzeitig aus dem Weg geht. Häufig sind sie durch einen Gegenstand von großer emotionaler Bedeutung an diese Welt gebunden. Aus diesem Grund sollte jeder, der mitten auf dem Feld einen Ehering oder zerrissenen Schleier findet, diese Gegenstände nicht aufheben, sondern so schnell wie möglich das Weite suchen. Mittagserscheinungen sind dafür bekannt, nur ländliche Gegenden heimzusuchen und sich für gewöhnlich in der Nähe dieses Ortes aufzuhalten, an dem sie gestorben sind. Sie lauern Bauern auf, die auf dem Feld arbeiten, oder Kinder, die in der Nähe spielen. Mittagserscheinungen bluten nicht und sind größtenteils gegen die Auswirkung von Hexerzeichen immun. Sie sind in der Lage, Spiegelbilder ihrer selbst zu projizieren, die ihre Opfer in einer Art krankhaften Tanz umkreisen. Dieses grausige Ritual entzieht ihren Opfern Lebensenergie, während die Erscheinungen an Stärken gewinnen. Sie besitzen außerdem die Fähigkeit, die physikalische Welt ein wenig zu manipulieren, und wirbeln Staubwolken auf, um ihre Gegner für kurze Zeit zu blenden und zu verwirren. Mittagserscheinungen können einen körperlosen Zustand einnehmen und sind dann nur schwer zu verwunden. Um eine Mittagserscheinung zu zwingen, eine körperliche Form anzunehmen, muss sie zunächst mit einem Hirdenzeichen gefangen werden.
gefangen gesetzt oder mit einer Mondstaubbombe getroffen werden. Sobald das Monster seine körperliche Form angenommen hat, ist ein schneller Angriff mit einem Silberklinge möglich, die am besten mit Geisteröl überzogen sein sollte. Entgegen der landläufigen Meinung sind Mittagserscheinungen auch nachts anzutreffen, allerdings sind sie nachts wesentlich schwächer als tagsüber. Aha. Aber die haben alle das gleiche Zeichen zum Bekämpfen. Also alle mit Jird. Mit Jirden, dem Zeichen. Okay, passt. Die ganzen Erscheinungen lesen wir uns jetzt nicht durch. Was ich weiß, haben wir noch eine Quest. Alter, ich bin schon wieder Überlänge. Hexeraufträge, Auftrag Teufel beim Brunnen. Ja. Dann verabschieden wir uns mit der Tomira im Hintergrund, die was da ganz vorzügliche Posen einnimmt. Und sagt, wenn es euch gefallen hat, kann man da einen Daumen oder sogar ein Abo da lassen. Es darf mich freuen und wir sehen uns das nächste Mal bei Witcher 3.